mein letztes Video zu Tobias Huch und Neitern reagiert. Ich habe mir das Ganze tatsächlich schon angesehen und naja, da sind einige Vorwürfe drin, die ich so tatsächlich nicht stehen lassen möchte. Deswegen reagieren wir hier im Stream drauf. Tobias Huch hetzt gegen Naitan. Das sagt zumindest der Agitator. Ich bin mal gespannt. Ich erwarte ganz viel. Das sage ich nicht nur, das ist da tatsächlich passiert. Tobias Huch hat Neid, also um es kurz zu machen, Tobias Huch hat Neidern Hamas-Propaganda und Antisemitismus vorgeworfen, ohne dass Neidern irgendetwas im Sinne von pro-Hamas oder antisemitisches gesagt hätte. Hetze. Tobias Huch hetzt. Quelle muss ich noch angeben. Bias hoch? Aufnahme zu spät gestartet oder was? Bias hoch hetzt. Bias hoch kenne ich nicht. Wer ist Bias hoch? Gegen Neidern. Und ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde in diesem Video den guten Neidern verteidigen. Oh, immerhin gibt das jetzt zu, dass er ihn verteidigt. Bei Höcke hat er es nicht zugegeben. Aber mal langsam. Schauen wir uns erstmal an. Ich habe Höcke auch nicht verteidigt. Es ging, ach egal, ich erkläre das jetzt nicht nochmal. Es ging einfach nur um die Einordnung in ein politisches Lager. Nicht um eine irgendwie moralische Bewertung, aber ich roll das jetzt nicht nochmal von vorne auf. Die Unterstellung fährt Hugo ja auch schon seit längerem. An was Tobias Huch überhaupt geschrieben hat. Solcher Unsinn wird täglich auf Twitch verbreitet. Israel-bezogener Antisemitismus mit Hamas-Propaganda. Dem Streamer Naitan. Wenn Sterben andere nicht was anderes genug behaupten, haben sie einfach Juden-Israelis recht. im Kampf gegen die Hamas und daher ist Israel vermutlich schuld. Schauen wir uns mal den Clip, den Tobias Huch hier Ja, ich kenne den Clip. Schau mal rein. geteilt hat, an und schauen wir uns dann mal an, was Naitan hier tatsächlich gesagt hat. Die Vorwürfe lassen sich daraus nicht schlussfolgern. Also die Aussage ist natürlich überspitzt von Tobias Huch hier, aber letztendlich, ja. Deswegen gerade schon diese Ankündigung, Tobias Huch hetzt gegen Neidern. Also jetzt bitte nicht umschalten, nicht abhauen. Ich will. Schaut euch dieses Video bitte von Anfang bis zum Ende an, weil hier so viele Informationen drin sind. Ich kenne das schon aus einer Werde gewissen jetzt Bubble. tatsächlich einmal erklären, warum Neidern nicht. Ist der was, Bubble? Ich kenne das schon aus einer Werde gewissen jetzt Bubble. tatsächlich einmal erklären. Informationen drin sind. Ich kenne das schon aus einer Werde gewissen jetzt Bubble. tatsächlich einmal erklären. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Warum Neidern nicht im Unrecht ist. Der Clip stammt wie, mal wieder von Aus Privatjet. einer gewissen Bubble. Ach so, ich dachte, da wäre jetzt irgendein Wort, was ich nicht verstanden habe, aber gewissen Bubble. Okay. Das ist so ein Twitter-Account, der häufig mal Clips von Neidern oder Shiyoka oder anderen Leuten. Nein, dieses nicht abschalten, das war ein ironisches, hey, jetzt wird mal was Positives über Neidern gesagt. Haut bitte nicht alle ab, da ich weiß, dass ihr alle Neidern nicht mögt. Also ist ja auch Ist egal. der Bubble erstellt. Aber der Clip hier, den schauen wir uns jetzt an. Anzahl der Todesopfer und Verletzten im Krieg zwischen Hamas und Israel seit dem 7. Oktober. Hey, ich verdecke gerade Neidern. Das ist nicht so gut. So. Ja, das scheint ein Krieg zu sein. Ich würde schon sagen, dass es das ein Krieg ist, ne? Das ist ein Krieg, das ist nicht ein Abschlachten, das ist kein Genozid, das ist tatsächlich. Wieso, wäre es kein Genozid, wenn mehr Juden sterben? Also es ist dann kein Genozid, Nein, wenn. das Argument ist, dass hier riesige Opferzahlen auf palästinensischer Seite entstehen, die meisten davon übrigens Zivilisten, die meisten davon nachweislich Zivilisten, mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. Und Kinder bedeutet Leute 14 Jahre und jünger, beziehungsweise Leute jünger als 14 Jahre. Ja. Bei gleichzeitigen Aussagen von israelischen Offiziellen, die doch sehr eindeutig sind. Also man denke an Yoav Gallant, wir kämpfen gegen menschliche Tiere, wir handeln entsprechend, als er erzählt hat, dass er Strom, Wasser, also Wasserversorgung, Nahrungsmittelversorgung, Stromversorgung, dass er all das hat abstellen lassen.
Also eine Maßnahme, die sich ganz klar gegen jeden Bewohner von Gaza richtet, gegen die Schwächsten, also gegen Kinder, gegen Alte, gegen Kranke, richtet sich diese Maßnahme ja im ganz Besonderen. Und die militärischen Kapazitäten, das ist immer bei Belagerungen so, die werden am ehesten noch mit Nahrungsmitteln versorgt. Das ist eine Maßnahme, die sich ganz klar gegen die gesamte Zivilbevölkerung richtet. Daher kommt dieser Vorwurf. Und was Neidhan diese hohen Todeszahlen hier jetzt kritisiert und dann daraus jetzt zu machen, er wünscht sich, dass mehr Israelis sterben. Das ist ehrlich gesagt eine Unterstellung, die mehr über das Eigendenken aussagt, als über das, was Neidhan gesagt hat. Also ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich Neidhan auch nicht mag. Aber um das hier jetzt zu unterstellen, das stellt schon ein Maß von Bösartigkeit dar, was ich selten gesehen habe, auch in der Woke-Bubble. Wenn ähnlich viele Juden wie Hamas-Kämpfer sterben. Nein, dass die Todeszahlen auf israelischer Seite relativ niedrig sind. Und wie gesagt, auf israelischer Seite, das sind auch hauptsächlich Zivilisten. Also vor allem die Toten am 7. Oktober, die sind ja größtenteils in der Statistik aufgeführt. Dann, auf israelischer Seite sind auch hauptsächlich Zivilisten. Das heißt, das ist jetzt eher kein Beleg dafür. Also das Argument ist, hier stehen sich nicht zwei Armeen gegenüber, sondern hier bombardiert die IDF aus großer Höhe ganze Wohnblöcke, die Dachia-Doktrin. Also die israelische Armee, die hat tatsächlich eine Militärdoktrin, die besagt, dass man ganze Stadtviertel, wenn aus denen Israel beschossen wird, einäschern soll und dabei auch den Tod so viele Zivilisten in Kauf nimmt, wieder eben leben. Also man äschert dann ganze Wohnblöcke ein, um einzelne Hamas-Führer zu töten, um einzelne Raketenabschussrampen zu töten, die man da zu zerstören, die man da auch nur vermutet. Das ist eine Doktrin des israelischen Militärs. Was? Welchen Krieg, wo sich zwei Armeen gegenüberstehen oder so, ne? Naja. Ja, ja. Müssen gleich viele Israelis sterben, damit es ein Krieg ist? Ja. Nein. Darum geht es nicht. Es soll gar niemand sterben. Das ist jetzt hier die normative Aussage, die ich da ganz klar rauslesen würde. Nur man erkennt halt in den hohen Opferzahlen auf palästinensischer Seite, dass Israel offenbar keine Rücksicht auf gar nichts nimmt. Jo. Vorzugehen. Dabei weiß man, dass die Hisbollah über ein sehr großes Waffenarsenal verfügt, das durchaus auch die israelischen Raketenabwehrsysteme überfordern könnte. Man weiß, dass die Hisbollah über Raketen und Drohnen verfügt, die auch weit ins Landesinnere vordringen können. Aber, und das hört man auch immer wieder aus Militärkreisen, man geht davon aus, dass man erst einmal den Krieg in Gaza... Also, eigentlich hat sich schon das bestätigt. Tobias Huch sagt... Nein, hat es nicht. Das ist eine reine Unterstellung deinerseits. Da sagt jemand, schaut euch die hohen Opferzahlen auf palästinensischer Seite an. Man erkennt an den niedrigen Opferzahlen auf israelischer Seite. Wie gesagt, die Opferzahlen, das, was wir da in der Statistik gesehen haben, ist sogar größtenteils der 7. Oktober. Das heißt, es sind auch größtenteils zivile Tote. Man erkennt an diesen Opferzahlen, dass es eben keine Gefechte von aufeinandertreffenden Armeen sind, wie im Ukraine-Krieg beispielsweise, sondern man erkennt, dass das hier das einseitige Abschlachten mehr eines hochgerüsteten Staates an einer relativ wehrlosen Zivilbevölkerung ist. Also im Gaza-Krieg, da gibt es jetzt schon mehr als doppelt so viele zivile Tote, wie im gesamten Ukraine-Krieg gestorben sind. Allein das sagt doch schon alles. Und die Ukraine, die wird übrigens nicht sonderlich zimperlich mit der Zivilbevölkerung an. Die greift Weihnachtsmärkte an, die bombardiert Wohnviertel. Die nutzt Zivilisten auch immer wieder als Schutzschilde. Also das ist ja jetzt kein Krieg, wo beide Seiten penibel darauf achten würden, keine zivile Infrastruktur anzugreifen. Also Russland bombardiert die ukrainische Strominfrastruktur. Also Russland greift auch zivile Ziele an. Und trotzdem sind im Ukraine-Krieg gerade mal etwas mehr als 10.000 Zivilisten gestorben. Im Gaza-Krieg, wie gesagt, mehr als 40.000 Tote, die riesige Mehrheit davon Zivilisten. Sagte, ja gut, er hat es natürlich überspitzt, klar, aber er hat gesagt, ja gut. Er hat es nicht überspitzt, er meinte, Gedanken lesen zu können und hat Neidhan etwas unterstellt, was Neidhan nicht im Entferntesten gesagt hat. Sagst du ja quasi, damit ist kein... Das Argument war, man erkennt an den hohen Opferzahlen auf palästinensischer Seite, dass hier eine moderne, hochgerüstete Armee
eine wehrlose Zivilbevölkerung abschlachtet. Das ist das Argument. Das Argument ist nicht, ich hätte es gerne, also das unterstellt Hugo jetzt Naitan, dass die Hamas hier erfolgreicher wäre und mehr Israelis töten würde. Das hat Naitan ja überhaupt nicht gesagt. Also Naitan wünscht sich, glaube ich, dass da gar keiner stirbt. Genozid ist, müssen mehr Israelis sterben. Das ist ja eigentlich schon die Aussage, die man da raushört. Also wäre es dann besser, weil kein Genozid ist ja wohl besser. Langsam zu Ende führen muss, dass der Krieg in Gaza so weit aufhören muss, um wirklich den ganzen Fokus auf den Norden zu richten und eben da mit voller Aufmerksamkeit vorzugehen gegen die Hisbollah. Ihr habt es gerade gesehen, es wäre vor allem gut, wenn Israel zivile Gebiete, bevor sie bombardiert, evakuieren würde. So, Israel hätte doch die ganzen Zivilisten in Gaza auf das eigene Staatsgebiet lassen können und sie dort versorgen können. Hat Israel nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, warum? Geht es hier eventuell darum, Gaza unbewohnbar zu machen? Geht es hier darum, eine ethnische Säuberung durchzuführen? Das ist jetzt die Frage, die diskutiert werden muss. Ansonsten hätte Israel die ganzen Zivilisten aus Gaza ja reinlassen können. In Gaza mittlerweile über 40.000 Tote, die riesige... Nach Angaben der Hamas? Die Mehrheit davon nach Angaben der UN. Die Zahlen sind valide. Also es ist wirklich absurd. Man nennt die offiziellen Opferzahlen der palästinensischen Gesundheitsbehörde, die sich auch in vergangenen Kriegen nicht von denen der IDF unterschieden haben. Nochmal, die Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde haben sich in den vergangenen 4 Kriegen, die in Gaza seit 2008 geführt wurden, als valide erwiesen. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Und Hugo jetzt noch Angaben der Hamas. Bezweifelst du diese Opferzahlen? Wenn ja, hast du bessere. Zivilisten. Mehr. Nach Angaben von wem? Quelle? Wenn du ganze Wohnblocks einäscherst, dann tötest du in etwa die durchschnittliche Demografie, die in Gaza lebt. Also mehr als die Hälfte Frauen und Kinder übrigens. Also da findet man tatsächlich unterschiedliche Angaben, die schwanken zwischen etwas mehr als der Hälfte und 70%. Also die niedrigsten Angaben sind etwas mehr als die Hälfte. Ich beziehe mich hier schon immer auf die niedrigsten Angaben. Das, wie gesagt, da gibt es genug Erhebungen. Mehrheit Zivilisten. Schau dir die UN-Angaben an. Meine Güte. Schau dir an, wie das israelische Militär vorgeht. Schau dir die Opfer vergangener Kriege an. Im ersten Gazakrieg waren 80% der Opfer Zivilisten. Im Gazakrieg 2014 gab es, glaube ich, 2200 Opfer auf palästinensischer Seite, 1500 davon Zivilisten. Also auch die riesige Mehrheit. In den vergangenen Kriegen war die Mehrheit der Opfer in Gaza immer Zivilisten. Das liegt an der, wie schon erwähnten, Dachia-Doktrin. Israel bombardiert ganze Wohnviertel, aus denen heraus es beschossen wird. Israel nimmt dabei keine Rücksicht auf Zivilisten. Israel unterscheidet nicht mal zwischen Kombattanten und Zivilisten. Israel nimmt absichtlich Hamas-Kämpfer oder mutmaßliche Hamas-Kämpfer, also man kann auch fragen, wie die IDF das ermittelt und wie fehleranfällig die Algorithmen sind, die das dann bestimmen, aber nimmt mutmaßliche Hamas-Kämpfer gezielt in ihren Privatwohnungen ins Visier und nimmt dabei den Tod von bis zu hunderten Zivilisten in Kauf. Das ist das aktuelle Verhalten des israelischen Militärs in Gaza. Israel hat im Gazastreifen Tötungszonen eingerichtet, wo es auf alles schießt, was sich bewegt. Israel hat dafür gesorgt, dass nicht genug Nahrungsmittel in den Gazastreifen kommen. Die gesamte Bevölkerung in Gaza leidet unter Hunger. Das hat der Agitator gesagt. Na dann. Jetzt die Hälfte Frauen und Kinder. Erstmal die in Gaza. Kinder sind teils auch 18-Jährige. Nein, Kinder sind Leute unter 14 Jahren. Hamas-Kämpfer übrigens. Es sind gerade diese berühmt-berüchtigten Fake News, die Hugo hier verbreitet. Kinder sind Leute unter 14 Jahren. Alle abschlachten und wenn die alle vernichtet sind, dann können wir die im Norden auch noch alle umbringen. Ne? Aber erstmal müssen wir der Jude macht sich wieder. Ein FDP-Politiker meines Vertrauens hat gesagt, dass die Zivilisten in Gaza auch eine kollektive Verantwortung hätten. Ja, wenn ein FDP-Politiker deines Vertrauens das sagt, dann will ich dir da nicht widersprechen. Ich meine, gegen die FDP und erst recht gegen FDP-Streamer auf Twitch will ich hier wirklich nichts sagen. Der Geheimpläne, wie er die ganzen Moslems umbringen kann.
Wisst Nein, ihr? das sind keine Geheimpläne. Daniel Haggari hat von der IDF hat gesagt, der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Und wie gesagt, nach der bekannten Dachia-Doktrin des israelischen Militärs ist es völlig klar, was das bedeutet. Das sind jetzt hier keine geheimen Aussagen. Wie gesagt, Daniel Haggari, offizieller IDF-Sprecher, ist immer noch IDF-Sprecher, wurde dafür nicht entlassen oder so. Es ist die offizielle Haltung der IDF. Der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. 80% der Häuser in Gaza sind zerstört. Also, was für einen Geheimplan braucht man da noch? Die IDF sagt es offen. Es ist nichts Geheimes. Der große Genozid. Das hat. Also, guck mal, es gab da ja schon mal die Protokolle der Weißen von Zion. Alter, das finde ich wirklich eine Unverschämtheit. Das finde ich wirklich eine absolute Unverschämtheit. Man kritisiert hier die israelische Regierung und Fugo unterstellt einem, also das macht er hier direkt, man würde mit solchen antisemitischen Verschwörungstheorien wie den Protokollen der Weisen von Zion argumentieren. Also das ist wirklich das Niveau, auf dem er sich auseinandersetzt. Das ist übrigens der Grund, warum wir darauf nochmal reagieren. Also mir wurde ja von vielen Zuschauern gesagt, ich solle hier drauf nicht mehr reagieren, aber auf solche wirklich absurden Vorwürfe, also, wie kommt er darauf? Also ganz ehrlich, ich frage an dieser Stelle wirklich, was muss mit jemandem schiefgelaufen sein, damit in seinem Kopf so ein Gedankengang abläuft? Also hat er zu viel Zeit mit irgendwelchen Antideutschen verbracht oder ich weiß es nicht. Die gelesen, der Jude plant da schon wieder was. Nein, es geht nicht um Juden, es geht nicht um Religion, es geht nicht um Religionsgemeinschaften, es geht auch nicht um alle Israelis, es geht um den israelischen Staat, die israelische Regierung. Es geht nicht um Juden. Das ist eine reine Unterstellung deinerseits, weil du deinen Gegnern, weil du anscheinend keine Argumente mehr zu haben scheinst, jetzt einfach so Antisemitismus unterstellen willst. Habe ich so, Murin? Müssen wir in Gaza fertig kriegen mit dem Genozid? Im Libanon. Ja, das war Pia Steckelbach. Ja, das war Pia Steckelbach, die sich mal ficken gehen kann. Holy shit, ey. Was ist das denn wieder für eine beknackte Berichterstattung? Wenn kein einziges Wort über die Frau, ganzen oder? Zivilisten. Mit wem redet der Typ? Sub von Queen Lucy Potter, guten Abend. Queen Lucy Potter, vielen Dank für deinen Sub im 14. Monat schon. Auf Discord muss ich dir noch antworten. Ich habe da einige Nachrichten, die ich noch nicht beantwortet habe gerade. Wieder von Israel in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Kein einziges Wort darüber, dass auch mal wieder iranische Offizielle tatsächlich gestorben sind und auch schlimm angegriffen wurden, was natürlich wieder dazu führt, dass die Lage... Ja, wenn Menschen sterben, ist das schlimm. Stell dir vor, es gibt Leute, die eine universalistische Moral haben, keine Tribale. ...noch angespannter wird, ne, so. Also man, Israel ist die ganze Zeit Benzin ins Feuer am Kippen, ist die ganze... Ja, Israel überschreitet so rote Linien schon wieder. Das habe ich auch gehört. Natürlich. Israel ermordet die Politiker anderer Nationen, die beispielsweise im Iran auf Staatsbesuch sind, mit denen es gerade ein Friedensabkommen in Gaza verhandelt. Aber hey, Israel will Frieden und wer was anderes behauptet, ist ein Antisemit. Natürlich. Und wo wir schon bei diesem Antisemitismus sind, ich hatte es gerade nochmal rausgesucht, das hier hat Hugo auf seinem Twitter-Account repostet. Also Sophia Meyer, die scheint irgendwie bei RTL zu sein. Keine Ahnung, was sie so genau macht, ist mir auch relativ egal. Und sie schreibt gezielter Präzisionsschlag der moralischsten Armee der Welt. Also wie die IDF hier großflächig Ziele in Beirut angreift, angeblich alles Hezbollah-Ziele. Es gab sehr viele zivile Opfer. Wie gesagt, die israelische Armee hat die Dachia-Doktrin, da werden ganze Stadtviertel eingeäschert, wenn da Hezbollah-Kämpfer auch nur vermutet werden. Und nochmal, wie gesagt, Sophia Meyer macht sich hier nur über die IDF lustig im Sinne von gezielter Präzisionsschlag der moralischsten Armee der Welt und teilt dann einfach das Video, mehr nicht. Sie schreibt da keine eigene Bewertung. Moralischste Armee der Welt, das ist ja so eine Selbstbezeichnung der Israelis. Und Julian Reichelt schreibt jetzt, RTL hat ein Judenhasser-Problem. Also nochmal, macht sich wer über die IDF lustig, was wie gesagt makaber ist angesichts solcher Bombardements, und Julian Reichelt macht daraus, die hat irgendwas gegen Juden. Das ist völlig irre. Das ist völlig irre. Also mit solchen Leuten wie Julian Reichelt ist kein sachlicher Diskurs mehr möglich.
Also das ist eine Rhetorik der absoluten Feindschaft. Das ist auch das, was ich immer in dieser Woke-Bubble kritisiert habe, dass sie einem Sachen unterstellt, die sie so nicht belegen kann, sondern dass sie meint, Gedanken lesen zu können. Aber das ist bei dieser konservativen Bubble um Leute wie Julian Reichert genauso. Und Hugo repostet das. Also das ist die Rhetorik, die Hugo offensichtlich gut zu finden scheint. Wie gesagt, da kann man auch nicht sachlich argumentieren, wenn der andere meint, er könne Gedanken lesen und er wisse, was du denkst. Also, wie sollst du dagegen argumentieren? Sollst du dann sagen, nee, ich denke das nicht? Das ist eine, wie gesagt, das ist eine Rhetorik der absoluten Feindschaft. Da ist keine sachliche Auseinandersetzung mehr möglich, wenn irgendwer mit dieser Nummer kommt. Hier die roten Linien. Die ganze Zeit am Provozieren ist die ganze Zeit dabei. Die provozieren schon wieder. Ja, Israel hat den Libanon andauernd bombardiert, dabei mittlerweile über 1600 Menschen getötet. Hauptsächlich Zivilisten. Hezbollah hat in Israel ein paar Dutzend Menschen getötet, hauptsächlich Soldaten. Also die Hezbollah tötet bei ihren Angriffen hauptsächlich Soldaten, Israel hauptsächlich Zivilisten. Aber hey, wenn man ein Feindbild hat, hat er stark Tagstruktur und dann kann man sagen, ach, Israel geht doch nur gegen Terroristen vor, die Hezbollah ist eine Terrororganisation. Das ist dann die Antwort, die kommt, wenn man Leute wie Hugo dann auf solche Zahlen anspricht. Israel provoziert, die wollen einfach leben. Irgendwie die Lage im Nahen Osten. Nein, es geht um Groß-Israel. Es geht darum, erstmal die palästinensischen Gebiete und perspektivisch auch noch andere Länder, wenn es nach Leuten wie Smotrich geht, ethnisch zu säubern. Also Smotrich hat ja gesagt, Jerusalem, das könne auch bis nach Damaskus reichen. Also da sind ganz offene Vernichtungspläne gegenüber anderen Nationen. Also der israelische Bildungsminister hat gesagt, kurz bevor Israel in Libanon einmarschiert ist, also hat diese massiven Bombardements stattfanden, kurz nach der Pager-Attacke. Der Libanon sei keine souveräne Nation und wenn sich die Dinge so weiterentwickeln würden, dann liefe das Ganze auf eine Vernichtung des Libanons hinaus. Also im israelischen Fernsehen, übrigens auch einem Fernsehsender, wo schon zigfach zum Völkermord an Palästinensern aufgerufen wurde, ja, hat Haaretz alles aufgezählt. Wie gesagt, ist auch kein Geheimnis, das läuft offen auf diesem Channel 14, wo dieser israelische Minister zu Gast war. Und da droht ein israelischer Minister in einem Nachbarland, in das Israel gerade einmarschiert, mit Vernichtung. Aber hey, Israel will nur existieren. Israel will nur existieren. Und wer was anderes behauptet, ist ein Antisemit. Weiter zu eskalieren, kein Wort dazu. Nö, warum auch? Warum sollte man auch eine vernünftige Berichterstattung machen? Also abgesehen von diesem einen Ausfall in der Mitte, dessen Wortwahl ich jetzt auch nicht teile, ist das doch eigentlich eine richtige Analyse. Also Israel... Ja, eine gute Analyse. Ich meine, aus der halt logisch folgt, es wäre dann kein Genozid, was Neitern ja hoffentlich begrüßen würde, wenn es kein Genozid wäre. Er schlussfolgert, es muss mehr Tote auf der israelischen Seite geben. Nein, es sollte gar keine Toten mehr geben. Das ist die normative Aussage. Also in was für einem krassen Freund-Feind-Denken muss man sein, wenn man dem anderen gleich unterstellt, er wolle... dass mehr Menschen auf der eigenen Seite sterben, nur damit, damit was eigentlich? Also ich nehme mal an, Nathan hat in diesem Konflikt keine Aktien. Weiß ich nicht. Also ich nehme mal an, er ist da jetzt nicht persönlich involviert. Also ich zumindest bin es nicht. Ich habe da auch keine Lösung, nicht vorzuschreiben, was die Konfliktparteien machen sollen. Ich habe nur eine Meinung dazu, wie Deutschland sich verhalten sollte. Aber mir ist, wie dieser Konflikt jetzt genau gelöst wird, relativ egal. Das ist nicht mein Krieg. Dann ist doch die einzig richtige humanistische Position, die man dazu haben kann, dass so wenig Menschen wie möglich sterben sollten. Und nicht, dass irgendwie von der israelischen Seite da mehr Leute sterben sollen, wie Hugo hier unterstellt. Also, nochmal die Frage, was muss in deinem Kopf schieflaufen, dass die erste Unterstellung, auf die du kommst, aha, du willst wohl, dass mehr Leute sterben, statt dass man das einzig Logische nimmt, nämlich, dass hier gefordert wird, dass gar niemand mehr stirbt. Damit es kein Genozid ist. Da Neitern hoffentlich gegen Genozid ist, ist die Schlussfolgerung von Tobias Huch hier in überspitzter Form korrekt. Provoziert die ganze Zeit den Iran, es provoziert die Hezbollah, natürlich mit dem Ziel, dort einen großen... Juden
provozieren Nein, häufig mit. schon wieder. Wie gesagt, deswegen reagieren wir darauf. Es geht nicht um Juden, es geht um Israel. Aber Hugo kann Gedanken lesen, wenn du Israel sagst, meinst du eigentlich Juden. Wie gesagt, er hat zu viel Zeit mit Antideutschen verbracht, anders kann ich mir das hier nicht erklären. Mit ihrer Existenz übrigens. Also, ich denke, der sinnvollste Weg tatsächlich für Juden, niemanden zu provozieren, ist, ja, zu verschwinden. Ich denke, im Nahen Osten provoziert... Was soll man jetzt dazu noch sachlich sagen? Ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Provozieren die einfach permanent mit ihrer Existenz. Sollen die mal aufhören zu provozieren, oder? Wie können die nur? Einen Krieg vom Zaun zu brechen. Israel sieht jetzt die Chance gekommen, in der Region mit seinen Feinden aufzuräumen. Wenn ich Israel sage, meine ich übrigens auch nicht die israelische Bevölkerung, da differenziere ich immer, sondern den israelischen Staat. Wenn ich Deutschland sage, da meine ich ja auch normalerweise die deutsche Regierung und nicht die gesamte deutsche Bevölkerung. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was Baerbock tut, und genauso ist die israelische Bevölkerung verantwortlich für das, was Netanyahu tut. Und die israelische Bevölkerung ist auch nicht gleichzusetzen mit den Juden. Der Großteil der Juden, die es auf dieser Welt gibt, leben außerhalb Israels. Die haben mit diesem Staat überhaupt nichts zu tun. Also, ihr merkt, ich versuche gerade gegen diesen Schwachsinn hier sachlich zu argumentieren, aber Hugo kann Gedanken lesen. Wenn man Israel sagt, da meint man eigentlich die Juden. Ja. Klein mit. Ja, klar. Quelle. Glaskugel? Das heißt, Quelle, schau dir das Verhalten der israelischen Regierung an. Nehmen wir doch mal die letzten Eskalationen. Israel tötet den Hamas-Chef Haniyeh, während es gerade einen Waffenstillstand in Gaza verhandelt, wo Katar und die USA Druck machen, dass Israel den annehmen soll, wo Katar und die USA versucht haben, dort zu vermitteln. Israel, die jeden Versuch der Vermittlung unterlaufen, um die Verhandlungen komplett zum Ende zu bringen, mordet man dann Haniyeh, während er auf Staatsbesuch im Iran ist. Also was schon die maximale Provokation darstellt. Also warum macht man das ausgerechnet da? Offensichtlich, weil man den Iran provozieren will. Iran kündigt Vergeltung an. Was macht Israel in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit bombardiert Israel weiter den Libanon. Israel bombardiert weiter Syrien. Israel führt diesen Terroranschlag mit Pagern aus. Israel intensiviert seine Bombardements im Libanon, ermordet dabei zahlreiche hohe Hezbollah-Funktionäre und wirklich hunderte Zivilisten. Also wie gesagt, ganze Wohnblöcke in Beirut wurden in Schutt und Asche gelegt. Ja, und dann marschiert Israel in den Libanon ein. Also das ist alles passiert zwischen der Ermordung Haniyehs, der iranischen Vergeltungsdrohung, und dem dann erfolgten iranischen Vergeltungsschlag. Also, und jetzt erzähl nochmal, Israel würde nicht provozieren. Wie kann man die Ermordung hochrangiger ausländischer Politiker, die Ermordung hunderter Zivilisten, wie kann man die bitte schön nicht als Provokation auffassen? Einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Libanon, wie kann man das nicht als Provokation auffassen? Wie kommst du da drauf? Der ist im Baller und im Großen mit dem Iran. Das ist das aktuelle. Ja. Weil die israelische Regierung das offen sagt. Ziel der israelischen Politik, und für Benjamin Netanyahu hat das sicherlich auch den Vorteil, dass er länger an der Macht bleibt. Also wie Putin meinst du jetzt? Also da stellst du gerade Benjamin Netanyahu das gleiche. Was hat Putin jetzt damit zu tun? Und ja, sicherlich, Putin hat jetzt durch den Ukraine-Krieg seine innenpolitische Machtstellung konsolidiert. Das mag stimmen. Und ja, das ist ja eher ein Argument für das, was ich gerade gesagt habe. Dass Führer, die innenpolitisch unter Druck sind, eher geneigt sind, Kriege zu beginnen, um damit die Reihen zu schließen. Was Putin tatsächlich macht. Also der Mann, der würde wegen den Korruptionsprozessen, die er da am Laufen hat, eventuell im Gefängnis landen, sollte er nicht mehr Ministerpräsident sein. Deswegen hat er ein Interesse daran, diesen Krieg möglichst lange in die Länge zu ziehen, möglichst viele neue Kriege zu beginnen. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an, was Tobias Hoch hier geschrieben hat. Ja, die Hezbollah, die hat auch noch nie was gegen Israel übrigens gemacht. Hat niemand behauptet, ist ein dummer Strohmann. Aber es geht nicht darum, ob sie noch nie was gegen Israel gemacht hat, sondern es geht darum, wer im aktuellen Konflikt mehr Anteil an der Eskalation hat. Israel hat mehr als viermal so viele Angriffe auf libanesisches Staatsgebiet geflogen wie die Hezbollah auf israelisches. Bei den israelischen Angriffen sind
über 1600 Menschen gestorben, der Großteil davon Zivilisten. Bei den Angriffen der Hisbollah sind ein paar Dutzend Menschen gestorben, der Großteil davon Soldaten. Die Hisbollah greift vor allem militärische Ziele an. Israel greift vor allem zivile Ziele an. An auch nicht. Also da gibt es natürlich keine Provokation. Die provozieren nicht permanent. Aber die Juden, die provozieren mit ihrer Existenz. Also ihr merkt, also wie oft er hier die Juden sagt, es geht nicht um Juden. Es geht um den israelischen Staat, um die israelische Regierung. Eine nach eigener Beschreibung rechtsradikale Regierung. Also der Likud ist die Sammelbewegung der israelischen Ultrarechten. Er hat in seiner Gründungskarte stehen, dass es keinen palästinensischen Staat geben darf. Also schon da wird das Existenzrecht Palästinas verneint. Und der Likud ist der gemäßigtere Koalitionspartner. Also jemand wie Bezalel Smotrich, der sagt von sich selbst, dass er ein homophober Faschist sei. Also mit so einer Regierung haben wir es da zu tun. Tatsächlich, ja. Solcher Unsinn. Also Itamar Ben-Gvir, der hat Barak Goldstein, diesen Attentäter, der zahlreiche Palästinenser beim Beten ermordet hat, den hat er noch vor wenigen Jahren als Held bezeichnet. Der hat ein Bild von dem in seinem Büro hängen. Also mit so einer Regierung haben wir es da zu tun. Ich auf Twitch verbreitet und natürlich Twitch getaggt, israelbezogener Antisemitismus mit Hamas-Propaganda. Also erstmal stimmt das nicht. An keiner Stelle hat Nathan irgendwas Antisemitisches gesagt. Israelbezogener Antisemitismus ist was anderes als Antisemitismus. Erzähl doch mal. Wenn man Israel sagt, man waren eigentlich die Juden und jede Kritik an Israel richtet sich gegen die Juden, also ist jede Kritik an der israelischen Regierung Antisemitismus. Oder was ist deine Definition? Erzähl's mir. Und wenn da jetzt die Ira-Definition kommt, ja, dann können wir die Diskussion eigentlich schon beenden. Die ist nämlich extrem unscharf und die läuft am Ende genau darauf hinaus, dass man jedem Kritiker der israelischen Regierung Antisemitismus unterstellen kann. Antisemitismus im Puren. Das sind die gleichen Narrative, die du in diesem Fall nur halt auf Israel beziehst und nicht auf alle Juden. So. Und Hamas-Propaganda sind die... Also, wenn es das antisemitische Narrativ gibt, keine Ahnung, Juden bombardieren gerne Hochhäuser mit ganz vielen Zivilisten. Und das israelische Militär eine offizielle Doktrin hat, die Dafia-Doktrin. Wie gesagt, gezielt zivile Ziele anzugreifen, gezielt ganze Häuserblocks anzugreifen, gezielt alles zu zerstören, was man irgendwie dem Feind zuordnet, wobei nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten entschieden wird. Denn es diese Doktrin gibt und man das offen ausspricht, dann ist das antisemitisch, weil es irgendwann mal dieses Vorurteil gegenüber Juden gab. Oder was ist hier deine Argumentation? Es ist vollkommen absurd. Die Zahlen von Neitern. Punkt. Und er hat auch keine Hamas-Propaganda verbreitet, was auch immer. Bist du Jude? Ich bin Antiist. Oder Antitheist. Mal das sein soll. Also das ist nur eine weitere Diffamierung von Tobias Huch, die mit der Realität nichts zu tun hat. Also in dem Sinne haben wir jetzt tatsächlich mal einen Clip gefunden, wo Neitern nicht derjenige ist, der im Unrecht ist. Hat ganz schön gedauert, aber ist auch mal interessant. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, schlechtes Video. Ja, hast du irgendwelche Argumente, außer wenn du Israel sagst, dann meinst du eigentlich die Juden? Hast du irgendein Argument außer dieses gebracht? Wirklich, Agitator. Du kennst dich offensichtlich mit dem Thema nicht aus. Es scheint nicht dein Main-Thema zu sein. Mach doch wieder Wirtschaft. Komm, Wirtschaft, da hast du Ahnung, denke ich mal. Da habe ich zumindest nicht die Ahnung, dir zu sagen, dass du keine Ahnung hast. Naja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Tobias Huch hatte recht. Und ich will auch die Glaskugel von... Nicht die Glaskugel. Israel sagt es offen. Wie gesagt, ein israelischer Minister sagt im israelischen Fernsehen, dass, wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, der Libanon vernichtet werden wird. Das ist die Rhetorik der israelischen Regierung. Und was nochmal die Opferzahlen angeht, da habe ich so einen interessanten Clip von Joe Biden bekommen, aus dem Frühjahr diesen Jahres.
Am 8. März 2024 hält er seine jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress. Israel has a right to go after Hamas. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. As we look to the... Also, Israel hat über 30.000 Palästinenser getötet. Die meisten davon gehörten nicht zu Hamas. Das hat Joe Biden im April diesen Jahres gesagt. Das sind die Zahlen der palästinensischen Gesundheitsbehörde. Kann es sein, dass diese Zahlen einfach valide sind? Kann es sein, dass da niemand mehr irgendeine ernstzunehmende Kritik dran zu äußern hätte? Also Hugo verbreitet hier wirklich Propagandanarrative, die schon von der US-Regierung, die wirklich am Anfang jede noch so blöde israelische Kriegspropaganda übernommen hat, die irgendwelche Geschichten von geköpften Babys weitererzählt hat, die sich ein israelischer Soldat einfach so ausgedacht hatte. Also diese US-Regierung argumentiert mittlerweile auch mit den Zahlen der palästinensischen Gesundheitsbehörde, weil die einfach evident richtig sind, weil es keinen Grund gibt, daran zu zweifeln. Also Hugo verbreitet hier ein Propagandanarrativ der israelischen Regierung, was wirklich niemand mehr auf dieser Welt teilt. Niemand. Außer ein paar komplett Verblendete, die wirklich alles verteidigen, was die Regierung Netanyahu tut. For the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. Joe Biden. Ja. Ganz böse Hamas-Propaganda an der Stelle. Ganz böse Hamas-Propaganda an der Stelle. Also, dass die US-Regierung das hier nicht mit Taten untermauert, dass nur Rhetorik ist, um im globalen Süden besser anzukommen, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Aber ja, mittlerweile werden diese ganzen Propagandanarrative, die von der israelischen Regierung kommt, wie da, dass diese Opferzahlen, dass die nicht valide seien, nicht mal mehr vom wichtigsten Finanzier und wichtigsten Waffenlieferanten von Israel geteilt. Deswegen der Clip. Also Hugo, an dieser Stelle solltest du hier drauf reagieren. Wir können zu dem Thema auch gerne mal eine Debatte machen, nachdem wir unsere Debatte zum Verfassungsschutz geführt haben. Die wollten wir zuerst führen. Verbreitet hier auch Joe Biden Hamas-Propaganda? Verbreitet Joe Biden hier israelbezogenen Antisemitismus?